Interessant, es blinkt nicht mehr richtig. Da ich hier, wie jetzt schon erwähnt, nur mit 20 FPS spiele, damit ich dieses Spiel hier überhaupt aufnehmen kann. Dämliches Fraps. Sagt Spiele mit 30 FPS, war dann doch nicht. Okay. Okay. Ich ignoriere das mal da oben und wow. Gehe zu diesem. Genau. Dann. Ban. So, aufladen. Einfach in die Richtung halten. Und wupp. Und nun, zack, zack. Ganz einfach. Ich kann doch dort ins Wasser, aber wieso sollten wir? Nun leben? Habe ich nicht genug. Ich muss mir das holen. Oh, er hat's noch geschlossen. Nett. Oh, die Krabben, die sind fies. Und die Typen. Die wollen eigentlich lieben Gänse quetschen. Und nun die Krabben. Die wollen mich zwicken. Ich wollte gerade sagen, wo ist der Schlüssel? Probiere ich mal was aus. Ich glaube, ohne diesen Move würde man da nicht wirklich hochkommen. Ah, ich muss dich nutzen einfach. Oder an dir vorbei. Was ist das hier? Ich glaube, die meiste Schwierigkeit im Level besteht, wenn man die Bonus-Level mal einsammelt. Aber das ist nur verschwendete Zeit. Oh, genau. Jetzt sind hier mehrere Türen. Nur eine ist richtig. Welche haben wir ja gesehen. So. Wir würden da nicht hochkommen, da Mario zu blöd ist im Kriechen, im Ducken zu laufen. Oh, und wir sehen direkt einen neuen Block. Der wird auch noch ein paar Mal auftauchen. Lass mal das mal angucken. War ich nicht. Ich bräuchte ihn vermutlich, um da hochzukommen. Spüre den Hammer. Och, wäre das awesome, wenn er davon getötet wird. So, das hier ist nämlich ein Block. Ja, kein Scherz. Mehr als einen Block machen ist nicht. Das war ein genialer Move von mir. Ich hab ihn ganz falsch platziert. Ups. Ich brauche ihn eigentlich gar nicht. Bam. Hab Spaß nur mit Stachel. So. Zack. Wir haben ja gut drauf geachtet, welche richtig ist. Hier würde man sehen. Oh, ist sie nicht, aber die. Und wieder Decay. Das ist eigentlich ganz einfach. Ach, richtig. Der hat uns dieses Ding da auf uns zugemacht und noch ein paar andere. Der war gut. Wir müssen nämlich den Hebel umlegen, damit wir jetzt immer reinkommen. Und er legt halt der andere Hebel um. Nur so nebenbei. Würden wir auf diesem Klotz stehen, während diese Wand da ist, würden wir zerquetscht werden. Super Mario, roll dich in die Stacheln. So. Oh, stimmt, das macht er ja auch. So, zuerst, wenn man den Move drauf hat, zack, oder man geht halt auf diese Dinger drauf. Und dann, Donkey Kong kann diese Tür nicht mehr zumachen, weil wie man sieht, sich die andere Barriere drüber gemacht hat. Das Einzige, worauf es jetzt nur noch ankommt, ist das hier. Du Mistkerl! Pass auf,
auch stirbt, sobald ihn mal so ein kleiner Stein überhaupt mal am Kopf berührt. Gott. Wenn ich mal sterben sehen will, dann spiele ich Lemming. Das vermute ich auch noch irgendwann kommt, aber hier irgendwann erstmal. Donkey Kong. Bam. Das kann er mich auch nicht mehr einsperren. Auch so genial. Er müsste nur warten, bis ich da bin. Mich einsperren und. Ja, ich kann nichts dagegen tun. Ich könnte so eine Tür aufzumachen. Juhu. So, probieren wir es ein zweites Mal. Nur jetzt. Check this. Er ist mega stark und kann mich mit einem Schlag weghauen, aber Hauptsache er flieht. Was kommt jetzt denn für ein Move? Ach, der Move. Ja, man kann etwas höher damit. Man kommt aber doch etwas weiter, aber... Alles mit seiner Zeit. Yeah, 36 schon. Safe, natürlich. Und nun? Schlechte Erinnerungen. Warte mal. Den kriege ich hin. Nein, natürlich nicht. Technik. Was ist übrigens hört, ist immer so ein Stromteil, was... Ach. Scheiß drauf. Ist dieses Stromteil, was sich für witzig hält. Oh oh, oh oh. Wieso machst du nichts, du verdammter Klempner? Hey, drückst du nach oben? Oh, schön für dich. Einfach nur. Das soll knapp. Ich glaube, die Tonne war gefährlich. Mehr oder weniger. Ich weiß gar nicht, wo die Tür war. Da ist sie. Gut zu wissen. Nächstes Mal weiß ich es. Vergessen habe. So. Einfach alles normal machen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht diesmal nicht so viel Schwung. Aber da brauche ich doch vielleicht noch etwas mehr Schwung. Sauber gemacht, Mario. Dümmer als du geht nicht. Dann machen wir halt wieder volle Power. Und achten auf die Flammen. Schnell geht's doch nicht. Okay, probieren wir es neu. So wie es das niedliche kleine Spiel will. Ja, da gehe ich hier hin. Da. Dann hier, damit du deine kleinen Hände nicht brichst. So, zufrieden. Immer. Wir waren uns schon lange fertig. So, was gibt's hier zu tun? Jetzt, da ich diese zweite Barriere gemacht habe, habe ich noch Zeit hinzugekriegt. Ich wollte gerade fragen, wo habe ich die Markierung gesetzt? So. Hm.
Gleich beim Captain. So, da unten haben wir noch so einen Kalamari, der ist, der hätte es gedacht, gefährlich. Meistens mal dagegen stellen. Alles kann so einfach sein. Wir sind da. Time for the fight. Was es wohl diesmal ist. Die ähneln sich zwar, aber sind auch irgendwie immer anders. Das ist nicht so schön, das Level. Wir haben jetzt hier fast Action, aber dann müssen die von normalerweise von ganz unten bis ganz oben tragen. Oh, so voll egal. So. Danke. So. Geschafft. Hey, man hat gehört, wie ich noch auf den Boden geklatscht bin. Aber nicht gestorben, zum Glück. Und wenn er, glaube ich, tief genug fällt, dann kracht er immer. Ich glaube wirklich immer auf den Schädel. Stimmt. Man kann noch einen extra Jump machen. Seht ihr, das meinte ich. Vielleicht gibt es noch ein paar Moves, die ich noch nicht mehr weiß. Aber ich speichere hiermit erstmal. Wir gehen ins nächste Gebiet. Und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin euer Kampffussel. Ciao.